Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und wir kommen zu den Spielerbewertungen unseres SK Sturm für die Saison 2017-2018. Los geht's mit den Torhütern. Da sticht natürlich Jörg Siebenhandel heraus. Ich glaube auch, seine Bewertung ist ziemlich klar. Für mich als Fan eine ganz klare 1. Insgesamt eine sehr souveräne und starke Saison für unseren Schlussmann mit der Nummer 27. Auch wenn er zuletzt im Nationalteam ein bisschen Pech hatte beim Gegentor gegen Deutschland, aber man hat es ja doch noch geschafft. Gratulation an der Stelle nochmal von mir ans ÖFB-Nationalteam. Geile Sache. Aber wir wollen nicht zu weit abschweifen. Also Jörg Siebenhandel ganz klar mit einer 1. Die restlichen Torhüter wurden ja nicht wirklich geprüft. Christian Grazer bekam seinen Abschied, hatte da nicht wirklich was zu tun. Schützenauer hatte auch gegen Altach jetzt nicht so extrem viel zu machen, hat aber seine Sache gut gemacht. Deswegen Schützenauer nach einem Spiel zu bewerten, ist trotzdem ein bisschen schwierig, kann ich eigentlich auch so nicht machen, lasse ich deswegen ohne Wertung und auch Ehmann hat ja keine Einsätze bekommen, deswegen bei den Goalies nur Siebenhandel mit einer Bewertung und da ist eine klare 1 an dieser Stelle. Als nächstes die Innenverteidiger, da fangen wir an mit Dario Maresic, er ist natürlich klar der Youngster des Jahres bei unseren Blackies, hat sich zum Stammspieler gemausert, hat wirklich tolle Leistungen gebracht für sein sehr junges Alter, ist ja gerade erst 18, vor kurzem geworden, also da gibt es gar nichts zu meckern, 1 mit Sternchen und natürlich auch so ein bisschen dafür, dass er seinen Vertrag doch noch verlängert hat und Sturm ihm wenigstens noch laut Vertrag 2 Jahre, aber realistisch gesehen zumindest 1 Jahr wohl noch haben wird, wo er auch regelmäßig zum Einsatz kommen wird, also er ist definitiv gesetzt und tolle Leistung, tolle Saison, Maresic 1 mit Sternchen an der Stelle. Der nächste, Christian Schulz, das ist so ein bisschen das Negativbeispiel, wie es eigentlich nicht laufen sollte, als vor 2 Jahren als sehr erfahrener Routinier gekommen, konnte zumindest im Herbst der Vorsaison seine Leistung noch teilweise bestätigen bzw. abrufen, aber in dieser Saison speziell, finde ich, war Schulz leider nicht wirklich besser. Also man merkt schon, das Alter hat seine Spuren gezeigt. Sehr sympathischer Kerl an der Stelle, der ja auch seine Karriere bei Sturm zumindest beendet. Mal schauen, ob er sonst noch wieder nach Deutschland geht. Aber bei Schulz war das insgesamt zu schwach. Deswegen von mir nur eine 4. Das war einfach für einen Führungsspieler und für einen eigentlich Kapitän zu unsouverän. Und deswegen bei Schulz, ich wünsche ihm alles Gute. Aber ist schon okay so, dass er jetzt nicht mehr bei unserem SK Sturm ist. Der nächste wäre Christian Scheusengeier. Auch Scheusengeier ist natürlich so ein Kandidat mit viel Potenzial gekommen, hat auch gute Ansätze gezeigt, vor allem in der letzten Saison vor seiner Verletzung, ist heuer, wenn er gespielt hat, auch nicht so wirklich in Fahrt gekommen, hat auch wirklich katastrophale individuelle Fehler teilweise gehabt, die eben zu Elfmetern auch geführt haben und so weiter. Also bei Scheusengeier, der ja uns auch verlassen wird, da geht ja zu Wiener Austria, wie er fix geworden ist, für mich auch das bisschen zu wenig, also für mich auch eher eine 4, muss ich sagen, vielleicht ein bisschen streng, weil er noch relativ jung ist, aber trotzdem. Das war zu wenig für Sturm und die Wiener Austria soll ihren Spaß mit ihm auf jeden Fall haben. Dann haben wir noch Lukas Spendlofer. Spendlofer hat sich zur zweiten wirklichen Konstante in der Innenverteidigung neben Maresic entwickelt, auch in dieser Saison. Also entwickelt ist das falsche Wort. Man weiß ja schon seit Jahren um die Qualitäten von Lukas Spendlofer, aber der hatte ja auch lange mit einer Verletzung zu kämpfen, hat sich dann wieder zurückgearbeitet und bringt wieder auf on top seine Leistung. Auch intern wohl einer der Führungsspieler, der auch weiterhin sehr, sehr wichtig ist für unseren SK Sturm. Also bei Spendlofer muss ich sagen, gibt es auch nicht viel zu meckern. Ich würde sagen, ein leichtes Potenzial nach oben hat er trotzdem noch, aber eine gute 2 würde ich an der Stelle dann schon geben. Also Lukas Spendlhofer auch sehr, sehr gute Saison und ich bin froh, wenn wir ihn nächstes Jahr wieder im schwarz-weißen Dress begrüßen dürfen. Als nächstes kommen wir zu den Außenverteidigern. Da fangen wir an mit Thomas Schrammel. Der wurde neu verpflichtet, im Winter erst vom SK Rapid. Wurde dort mehr oder weniger ausgemustert. Sturm hat noch ein bisschen Ablöse bezahlt, um eben den Abgang im Winter von Lykogiannis auszugleichen.
Im Endeffekt muss man sagen, Schrammel war jetzt nicht der große Lyko-Ersatz. So ehrlich muss man sein. Ich tue mir auch noch ein bisschen schwer, seine Spiele so richtig zu bewerten. Ehrlich gesagt gefällt er mir aktuell noch nicht so wirklich. Also deswegen bekommt Schrammel von mir auch eher jetzt erstmal eine 4. Also das ist gerade noch genug für die Bundesliga. Aber für Sturm ist es ein bisschen zu wenig. Also da erwarte ich mir eigentlich eine deutliche Leistungssteigerung. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man ehrlich sagen, ist es besser, man trennt sich im Sommer wieder. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, wie das Ganze jetzt so abgelaufen ist mit Ablöse und so weiter, aber bei Schrammel kommt mir noch ein bisschen zu wenig. Hat beim Alltagsspiel einen guten Schuss abgegeben, man hat ihn ab und zu auch gesehen, aber gerade auch in Richtung Offensive geht mir da viel zu wenig und ja, sehr unauffällig und auch das Stellungsspiel jetzt nicht das allerbeste, was ich so beurteile. Also bei Schrammel auf jeden Fall Luft nach oben, deswegen der Vierer ja als Ansporn für die kommende Saison, würde ich mal sagen, wenn er noch den schwarz-weißen Dress tragen würde. Dann kommen wir auch am besten gleich zu Lyko Giannis. Er ist ja nicht mehr bei unserem Verein, er hat uns ja verlassen im Winter Richtung Cagliari in die Serie A, hat übrigens dort den Klassenerhalt auch geschafft. Lyko bis zu seinem Abgang, muss ich sagen, hat jetzt gar nicht so eine überragende Saison gespielt. Also er hat durchaus, er war für mich bei den Außenverteidigern, der ja auch unter dem Foda-System in der Fünferkette sich eingereiht hat, quasi als linker Flügel auch so ein bisschen, jetzt nicht der alleraufwendigste, auch nicht der fehlerfreiste. Also es sind auch Tore über seine Seite gefallen. Also als das Wechseltheater so ein bisschen losging, da hat man gemerkt, er ist vielleicht mit dem Kopf nicht mehr bei 100% bei unserem SK Sturm. Deswegen Lyko, vielleicht ein bisschen hart auch, kriegt jetzt nur eine 3. Das war für mich für seine Verhältnisse, weil er viel mehr kann, nur Durchschnitt. Also ich wünsche ihm natürlich in Italien weiterhin alles Gute, aber ja, seine Abschlussleistungen gerade im letzten halben Jahr bei Sturm waren jetzt nicht so extrem berauschend, obwohl er natürlich auch sehr gute Partien mit dabei gehabt hat. Der nächste wäre Patrick Puchecker. Patrick Puchecker unterschreibt ja in St. Pölten, wie man kürzlich vernommen hat. Also auch der nächste fixe Abgang. Bei Puchecker war es allerdings von Seiten Sturms, dass man den Vertrag nicht verlängern wollte, beziehungsweise ich glaube, die Option nicht gezogen hat. Auf jeden Fall bei Puchecker, ja, war es schwer zu bewerten. Er hat schon ein, zwei gute Partien, würde ich fast sagen, gehabt. Also ich erinnere mich da an das 3:2 in Wien gegen die Austria im Herbst, beziehungsweise im Sommer eigentlich noch. Und da wurde er ja ins kalte Wasser geworfen. Also das ist mir so ein bisschen noch so im Kopf geblieben, wo er mir nicht so schlecht gefallen hat, was ich gesehen habe. Aber ansonsten, ja, war es anscheinend dann doch zu wenig. Ich tue mir trotzdem schwer, eine Bewertung abzugeben. Ich würde ihm ja an der Stelle eigentlich jetzt mal eine 3 geben. Er war für mich nicht wirklich gut, er war jetzt aber auch nicht so schlecht, dass ich sage, okay, man muss ihn jetzt aussortieren, ich kann es nicht ganz bewerten. Kreisel und Vogel haben da natürlich eine viel, viel bessere Sichtweise, sehen ihn natürlich im Training und können das Potenzial besser einschätzen. Dementsprechend wird da wohl schon was dran sein, dass es für Sturm nicht reicht. Bei mir gibt es auf jeden Fall eine 3 und beste Wünsche nach St. Pölten an der Stelle. Der nächste Marvin Potzmann, auch er hat unseren Verein ja jetzt bereits verlassen. Er ist jetzt ein Grün-Weißer bei den Rapidlern. Ja, man muss aber sagen, er hat gute Leistungen gebracht. Er hat sich auch fair verabschiedet, was ja auch keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen ist. Und deswegen bei Potzmann von der Leistung her würde ich sagen, eine 2 plus auf jeden Fall. Er hat schon eine starke Saison gespielt. Ist natürlich auch nicht fehlerfrei, ist auch kein Weltklasse-Kicker, aber er bringt seine Leistung in der Spielzeit, Position gut, erfüllt im Endeffekt auch mit seiner Variabilität sehr viele Positionen aus und ja, ich muss ehrlich sagen, ist ärgerlich für uns, denn ja, Rapid hat da schon einen guten erwischt. Also ja, was will man machen? Soll natürlich auch gesund bleiben und so weiter, aber sportlich wünsche ich ihm definitiv keinen Erfolg in Hütteldorf, also schon gar nicht gegen uns und naja. Potzmann an der Stelle eine gute 2, würde ich mal sagen. Ja, und ansonsten haben wir dann noch Fabian Koch. Fabian Koch, klar, der Dauerbrenner, der souveränste in der Defensive. Okay, das jetzt nicht, aber im Grunde, er spielt seinen Stiefel runter. Er ist da, wenn man ihn braucht. Souveräne Leistungen, ich würde sagen, ein souveräner Zweier insgesamt. Er hat, glaube ich, nicht wirklich mehr Luft nach oben. Das soll nicht böse klingen, aber er ist ja doch schon 28 Jahre jetzt auch alt. Also bei Fabian Koch muss man sagen, er ist am Zenit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Er spielt aber trotzdem souverän und es passt einfach das Gesamtkonstrukt mit Koch. Also für mich ein wichtiger Faktor in der Mannschaft. Deswegen souveräner Zweier Koch und ja, kann gern so weitergehen in der kommenden Saison.
Als nächstes sind wir im zentralen Mittelfeld anbelangt und da fangen wir an, ja, mit dem Spieler der Saison 2017-2018, nämlich mit Peter Schuhl. Ja, dazu gibt's nicht viel zu sagen. Eine Top-Leistung in dieser Saison, hätten wohl die wenigsten damit gerechnet. Gerade die schwarz-weißen Fans, denn man war doch ein bisschen skeptisch so im Allgemeinen, als er ablösefrei von Ried gekommen war. Und ja, im Endeffekt hat er sich gemausert. Top-Leistungen geboten, eben Tore gemacht, Tore vorbereitet. Also was will man mehr? Es schaut zwar eher so aus, als ob die Zeichen hier auch auf Abschied stehen, aber ja, zumindest eine ordentliche Ablöse sollte doch generierbar sein an der Stelle. Und ja, als nächstes sind wir dann bei Sandy Lovric. Sandy Lovric hat mal wieder nicht so 100% den Durchbruch geschafft, aber ist durchaus, ja, sage ich mal, im erweiterten Stammkader dabei. Also musste sich doch hinter Dzeko ein paar Mal hinten anstellen. Aber trotzdem, er ist auf einem guten Weg. Ich würde sagen, ja, so zwischen 2 und 3 seine Note insgesamt. Ja, geben wir ihm als Ansporn einen guten Dreier, aber da geht auf jeden Fall mehr, das Potenzial ist da, es muss nur mal so richtig ausgeschöpft werden und ich glaube, er kommt jetzt auch ins richtige Alter und hat jetzt eben mit Dzeko einen Konkurrenten weniger, von dem her, ja, bin ich gespannt da auf die kommende Saison. Und dann eben, wie schon erwähnt, James Dzeko, frisch nach Wien Favoriten gewechselt, ist jetzt ein Austrianer. Bitter natürlich für uns, auch wie das Ganze abgelaufen ist. Da muss man gar nicht mehr drauf eingehen. Er hat eine gute Saison gespielt. Für mich ein Zweier, beziehungsweise ja, zwischen 2 und 1. Er hat schon wirklich starke Leistungen gebracht. Hatte natürlich auch in der Vergangenheit seine schlechten Phasen. Hat auch lange gebraucht, bis er in Graz angekommen war. Aber insgesamt, ja, man weiß, warum er die Austria geholt hat. Bitter der Abgang, aber seine Leistungen hat er gebracht, er hat gekämpft und mehr gibt es dazu, denke ich, an der Stelle nicht zu sagen. So, das Flügelmittelfeld, da fangen wir an mit Stefan Hierländer, den kann man durchaus ja als Allrounder bezeichnen, aber am Flügel ist er doch so ein bisschen mehr zu Hause. Hierländer enorm wichtig, auch seine Vertragsverlängerung natürlich an der Stelle. Für mich, ja, ein Zweier würde ich sagen an der Stelle. Bisschen mehr geht immer, aber er spielt einfach extrem souverän, also er ist da, wenn er gebraucht wird und eben auch mit seiner wachsenden Routine sehr wichtig für die Mannschaft und hat eben als einer der ersten ein Zeichen eben mit seiner Vertragsverlängerung dann auch gegeben. Also ich habe für ihn allein durch die Aktion schon den größten Respekt, abgesehen davon, dass er sowieso ein sympathischer Kerl ist. Also Hierländer, ja, passt zu Sturm und ich glaube, der Zweier als Ansporn auch so ein bisschen ist gerechtfertigt. Als nächstes werden wir bei Marc-André Schmerböck, der hat den Verein ja auch verlassen, Richtung WAC jetzt, also wechselt über die Pack nach Wolfsberg, hat auch in dieser Saison leider ja nicht ganz anschließen können an die Leistungen der vorigen Saison. Da hat er ja durchaus wirklich starke Phasen gehabt. Heuer mit einer Verletzung auch viel gebeutelt gewesen. Hat sich dann am Schluss wieder ein bisschen zurückgekämpft. Aber am Ende ja ist wohl die Perspektive doch nicht so ganz die, die sich ein Spieler in seinem Alter erwartet. Er ist ja jetzt ja mit Mitte 20 auch kein ganz junger Spieler mehr. Also bei Schmerböck verstehe ich den Schritt des Wechsels. Von der Bewertung her würde ich sagen, bekommt er trotzdem eine 2. Ja, 2 bis 3, sagen wir so. Fußballerisch irgendwo natürlich ein bisschen limitiert, aber andererseits, ach, doch ein guter Kicker, den ich gerne auch weiterhin in Graz gesehen hätte. Also als Backup zumindest wäre er eine sehr, sehr gute, große Bereicherung gewesen. Naja, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht sollen sein und ich wünsche natürlich auch dem guten Marc da alles Gute für die weitere Zukunft. Der nächste auf der Liste wäre Philipp Husbeck. Husbeck ist auch immer so einer, der hat eine extrem gute Phase immer während der Saison, schafft es aber nicht ganz, das so zu kompensieren, dass er eben auch weiterhin seine Einsatzzeit generieren kann. Also das ist sowieso ein wichtiger Spieler, extrem wuselig, extrem schnell, gefällt mir sehr gut, aber auch bei Husbeck würde ich sagen, zwischen 2 und 3 ist schwer. Also wenn er eine gute Phase hat, dann ist er auch für Sturm enorm wichtig. Zwischendurch ja, hat er dann, ich will nicht sagen einen Hänger, aber er taucht so ein bisschen unter irgendwo. Spielt dann ein paar Partien nicht und das ist jetzt unter Foda so gewesen und auch unter Vogel. Also irgendwo wird es auch an den Spieler selber liegen. Deswegen wirklich so, ich sag, mach mal eine 2- draus, aber bei Husbeck, ja, da fehlt so das letzte Quäntchen Konstanz, dass er wirklich dann unumstrittener Stammspieler ist, aber andererseits ein gutes Zeichen für Sturm, man hat wirklich viel Tiefe im Kader zumindest gehabt, mal schauen, wer nachkommt, aber Husbeck wichtig für die Mannschaft, deswegen 2- an der Stelle. Als nächstes Jakob Janscher,
ja im Winter geholt, der verlorene Sohn ja wieder zurückgekehrt, und bei Janscha muss ich sagen, derweil ja eher zwischen 3 und 4, also Durchschnitt bis schwach, würde ich sagen. Also außer vielleicht beim Admira-Match, wo man ihn ansatzweise ein bisschen gesehen hat, war es noch zu wenig. Ich glaube, das Ganze geht schon auf seinen Fitnesszustand vielleicht zurück. Der ist, denke ich, noch immer nicht so ganz bei 110%. Also da fehlt vielleicht noch wirklich die Sommervorbereitung. Da gilt es dann aber natürlich zu liefern. Deswegen auch hier die schlechte Bewertung. Jetzt nicht so dramatisch natürlich. Janscha wird sicher seine Leistungen bringen und ein wichtiger Faktor im Team sein. Aktuell ist es aber noch ein bisschen zu wenig, auch für einen Stammplatz bei unserem SK Sturm. Der nächste, ja, Oliver Philipp im Herbst, ja, ab und zu ein paar Kurzeinsätze gehabt, im Frühjahr eigentlich ganz von der Bildfläche verschwunden, auch durch den Janscha-Transfer wohlgemerkt, und er könnte durchaus, ja, durch die vielen Flügel, die uns jetzt abgehen, eben ein bisschen, ja, herausstechen in der kommenden Saison und wieder mehr Einsatzzeit bekommen. Immer noch ziemlich jung, Philipp ist jetzt 20 Jahre alt, also da ist sicher noch Luft nach oben, und ich bin gespannt. Für mich gibt's trotzdem an der Stelle, er hat nicht viele Partien gemacht, aber die fand ich ganz gut. Zwischen 2 und 3 würde ich sagen, also Luft nach oben, aber auf jeden Fall sehr gute Ansätze an der Stelle. Dann haben wir im Grunde ja noch Thorsten Röcher und ja, frisch vermerkt, Thorsten Röcher wechselt nach Ingolstadt. Also der nächste Spieler, der uns an der Stelle abhanden kommt. Klare 1 von der Leistung her, war einer der wichtigsten Akteure überhaupt bei unserem SK Sturm. Deswegen sehr bitter der Abgang. Zumindest gibt es ein bisschen Ablöse. Aber ja, ich hätte ihn lieber noch ein weiteres Jahr in Graz gehabt, wenn ich ehrlich bin an der Stelle. So, jetzt zum Abschluss noch die Stürmer. Und da fangen wir natürlich an mit dem Topscorer der abgelaufenen Saison. Danny Allard, 20 Tore in der Saison 17-18. Platz 2 ganz knapp hinter der Buhr. 2 Treffer weniger hinter dem Torschützenkönig. Kann sich sehen lassen, auch wenn seine Spielweise nicht die attraktivste ist, muss man sagen, er ist enorm wichtig für die Mannschaft, deswegen klar den Einser, von mir aus mit einem Minus, aber nur für die Spielweise, aber ansonsten Daniela, sehr, sehr wichtig, und ja, es wäre natürlich uns zu wünschen, dass er den SK Sturm nicht verlassen wird im Sommer, denn ja, seine Tore brauchen wir auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr dringend. Als nächstes sind wir dann bei Wydad Omonjic, der wurde ja im Winter aus Rizespor wieder retour geholt, hat sich super eingefügt, kam stärker zurück als damals, als er uns verlassen hat, wie ich finde. Und ja, es wäre natürlich wünschenswert, wenn man ihn irgendwie auch fest verpflichten kann. Es sieht im Moment eher schlecht aus, da gibt es viele Interessenten, auch die Wiener Austria soll da wieder dabei sein. Aber anscheinend geht es da eher Richtung Ausland von der Tendenz. Aber mal schauen, wie sich das Ganze da weiterentwickelt. In Omonjic auch, ja, gibt es kaum was zu meckern. Also ich würde auch ehrlich gesagt eher eine 1 da vergeben als eine 2, denn er ist sowohl technisch, finde ich, ein bisschen besser geworden. Er macht weiterhin die Räume, ist auch körperlich, glaube ich, sogar einen Tick robuster noch geworden. Und ja, also wenn er irgendwie finanzierbar ist, dann bitte verpflichten. Und ich glaube, alle Sturmfans würden sich da unheimlich drüber freuen. Apropos freuen, da sind wir bei natürlich Emeka Esse. Er ist ja aktuell leider verletzt, aber hat auf jeden Fall den Sturmfans auch viel Freude gebracht in dieser Saison und gemacht. Ja, eben mit seinen Leistungen. Jetzt nicht der große Topscorer, aber er ist immens wichtiger Spieler, der auch vorne herumwuselt, ähnlich wie bei Eddie. Also Esse, für mich eine 2+, nur den Zweier, weil der Abschluss noch ein bisschen besser werden kann. Aber ansonsten wichtiger Spieler, Top-Verpflichtung im Sommer und hoffentlich noch länger bei unserem SK Sturm. Und zum Abschluss noch Philipp Zulechner und Fabian Schubert. Bei Zulechner sieht es ja aktuell, glaube ich, eher nach Abschied aus. Hat sich ja eine sehr schwierige Verletzung auch zugezogen. Deswegen auch lange nicht mehr einsatzberechtigt gewesen oder einsatzfähig gewesen. Aber insgesamt ein bisschen zu wenig für Sturm. Ich würde Zulechner deswegen ja einen schlechten Dreier eher geben. Er bemüht sich zwar, aber es reicht nicht ganz für unseren Verein, finde ich. Deswegen glaube ich, auch bei Zulechner wird die Karriere, wenn sie denn hoffentlich fortgesetzt wird, bei einem anderen Verein weitergehen. Und ja, bei Schubert auch ähnlich das Ganze. Da ist es einfach irgendwo, da gibt es irgendwo eine Grenze von der Begabung her. Als Backup ganz okay, würde ich mal sagen. Aber insgesamt ein bisschen zu wenig. Eher für die Amateure eine Verstärkung als für die erste Mannschaft. Und deswegen auch bei Schubert würde ich eine 3- dann einfach mal so stehen lassen. Und ja, damit eben auch das Ganze beenden.
Ja, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und ja, die FAQs habe ich natürlich nicht vergessen. Die kommen in einem anderen Video. Ihr könnt gerne auch eure FAQ-Fragen, bitte cancelt sie oder kennzeichnet sie, auch hier in die Kommentare weiterschreiben. Lang wird es nicht mehr dauern. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.